Herzlich willkommen zu Portfolio Live, der Plattform für einfaches, aber erfolgreiches Investieren. Mein Name ist Fabian Braun und heute geht es darum, warum Ihr Coffee to go vielleicht die größte Investmentchance Ihres Lebens ist. Warum tun wir uns so schwer, Geld zu investieren? Nun ja, ein Effekt mag zum Beispiel der Kaffee sein. Wenn ich heute einen Caramel Mochaccino für 4,75 Euro trinke, dann bin ich natürlich relativ hip. Es ist eine nette Umgebung und es macht mir Spaß. Früher habe ich bei Idusho oder Chibo eine Tasse Kaffee für 75 Cent getrunken. Das sind 4 Euro mehr heute. Wenn man sich das mal hochrechnet, dann gehen einem die Augen auf. 4 Euro jeden Arbeitstag ein, 250 im Jahr, das macht 1000 Euro pro Jahr. Wenn ich die mit nur 4% angelegt bekomme, habe ich nach 30 Jahren, was schätzen Sie, 56.000 Euro. Immerhin ein kleines Vermögen, das ich heute in besonders schönem Kaffee genieße. Und deswegen ist nicht die Frage, wollen wir genießen oder nicht? Wollen wir uns einschränken, um zu investieren? Sondern die Frage ist vielleicht, wann genieße ich, wofür gebe ich mein Geld aus? Und das, was ich spare, das kann ich investieren. Und hier können schon kleine Summen Unterschied machen. Der Zauber heißt Zinseszins. Nämlich das, was Sie heute investieren, bringt Ihnen nicht nur dieses Jahr Zinsen, sondern auf die Zinsen auch noch nächstes Jahr wieder Zinsen und so fort. Nach 30 Jahren, wenn Sie jedes Jahr 1000 Euro einsparen, 56.000 Euro. Durch Kaffee. Und das wollen wir jetzt tatsächlich einmal durchrechnen. Ich habe Excel aufgemacht und schon mal einige Sachen eingetragen. Wir hatten gesagt, wir können vielleicht 4 Euro am Tag sparen, dadurch, dass wir einen einfachen Kaffee trinken. Wir nehmen mal an, dass das für 250 Tage pro Jahr gelingt. Das heißt, vereinfacht gesprochen, 1000 Euro pro Jahr sparen. Und dann haben wir gesagt, wir schaffen eine Rendite von im Schnitt 4%. Was bedeutet jetzt also der Zinseszinseffekt? Nun, im ersten Jahr spare ich 1000 Euro. Ich habe noch nichts vorher, also bekomme ich auch keine Zinsen. Und nach dem Jahr habe ich 1000 Euro angespart. So, im zweiten Jahr wird es jetzt interessanter. Da spare ich wieder denselben Betrag. Das heißt, ich kann das runterziehen. Jetzt aber bekomme ich Zinsen. Nämlich genau diese Zinsen, durchschnittliche Rendite, mal den bisher angelegten Betrag. Das wären 40 Euro aus dem ersten Jahr. Und ich spare natürlich wieder. Das heißt, meine Anlage plus die Zinsen plus das, was dazu kommt. Und statt 2000 Euro habe ich jetzt 2040 Euro dank der Zinsen. Und das führen wir jetzt Jahr für Jahr weiter fort. Was passiert also nach 30 Jahren, ist jetzt die große Frage. Hier sehen wir erst einmal die ersten 17 Jahre und am Anfang entwickeln sich die Zinsen noch gemächlich, aber je weiter und je länger ich warte, umso wichtiger werden sie. Und tatsächlich hier nach 30 Jahren habe ich 56.000 Euro angespart oder investiert. Und das, obwohl ich nur 30.000 Euro eingezahlt habe. Da kommt fast noch einmal derselbe Betrag drauf durch Zinsen und Zinseszinsen. Und dass das sehr empfindlich ist, eben auf die angenommene Rendite, kann man auch sehr schnell sehen, wenn man zum Beispiel einfach mal diese 4% durchschnittliche Rendite durch 6% ersetzt. Typischerweise müsste eine Anlage etwas riskanter sein, aber auf 30 Jahre kann man vielleicht auch eine riskantere Anlage nehmen. Und dann tatsächlich, hier machen dann schon die Zinsen allein für ein Jahr etwa 4.000 Euro aus am Ende und man erreicht einen Endstand von nach 30 Jahren 79.000 Euro, fast 80.000 Euro. Was wir hier sehen, das ist die Magie der kleinen Zahlen. Es geht gar nicht so sehr um Kaffee, sondern um die kleine Sache hier und dort. Und über die Zeit summiert es sich gehörig. Und insofern vielleicht auch ein Thema für die Generation Null Zins, die gelernt hat, auf dem Sparbuch gibt es nichts. Das macht nichts, denn investieren können Sie auch schon mit kleinen Beträgen heutzutage. Muss nicht das Sparbuch sein.
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schauen Sie auch rein bei www.aix-capital.com. Investieren Sie einfach, aber erfolgreich. Und denken Sie daran, Geld ist auch nicht alles. Bitte beachten Sie, dieses Video stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es findet keine Anlageberatung statt. Historische Wertentwicklung, soweit gezeigt, ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Trotz größter Sorgfalt können wir keine Gewähr für den Inhalt übernehmen. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt jederzeit zu ändern. Dieses Video unterliegt ausschließlich deutschem Recht.